Heute bastle ich ein Frühlingsarrangement aus einer leeren Milchtüte. Dafür habe ich hier mein Cuttermesser benutzt und habe den Deckel hier freigeschnitten und habe mir aus dem Wald Baumrinde geholt und die ist jetzt gut durchgetrocknet, so dass ich die mit meiner Heißklebepistole jetzt hier außenrum hinkleben kann und befestigen. Ja, wir arbeiten heute wieder mit Materialien, die wir sowieso zu Hause haben, wo wir quasi nichts extra kaufen müssen. Milchtüten sollte auch jeder zu Hause haben. Ja, und dann schauen wir mal, legen das erst einmal auf, wie das so ungefähr werden könnte, bevor wir dann das Kleben anfangen. Oder wir kleben es hochkant. Ist auch eine Möglichkeit. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Genau. Ordentlich mein Kleber aufs Holz. Den habe ich jetzt da drauf. Und drücke das hier an. Dann schaue ich, welches als nächstes gut dazu passt. Das da schaut ganz gut aus. Gib hier auch meinen Kleber aufs Holz. Und drückt es daneben auch gleich wieder mit an. Wenn ich irgendwelche Lücken habe, wie hier, kann ich da was Kleines auch so reinkleben. Und dann kann ich mit dem Geraden gleich weitermachen. Wir haben dann bestimmt immer auch noch was, was abgebrochen ist, wenn so Lücken entstehen, die man nicht dann so sehen soll. Da kleben wir dann einfach da noch was drüber und dann sieht man die schon immer. Was wir da noch alles so haben. Das ist ein wenig groß, das breche ich auseinander. Und das mache ich ringsherum bei der Milchtüte. Jetzt haben wir unser Milchbacken schön verkleidet. Jetzt können wir es befüllen. Ich habe unter anderem auch hier so ein Glas. Da war jetzt Paprikasoße drin. Das habe ich ausgewaschen, das Etikett runter. Ihr könnt was abfüllen mit den Gläsern oder auch als Blumenvase verwenden, wie ich das jetzt mache. Ich tue es jetzt ein bisschen da oben
den Schraubverschluss, ja, ich sage mal, verschönern und klebe da jetzt so ein Jute-Säckle drauf. Das ist jetzt überschüssig, das schneide ich ab und fixiere das hier noch ein bisschen mit meinem Kleber. Dann schaut das Ganze so aus. Dann habe ich mir noch eine Zierborte geholt. Die klebe ich hier auch mittig mit rein. Schauen wir, was für Länge ich brauche. Schneide es mir hier wieder zurecht und klebe es auch mit drauf. Kleber, der ist ein wenig heiß. Nehme ich jetzt mal die Schere dazu. So. Und dann habe ich hier meine Zierborte rum. Das verwende ich jetzt als eine Blumenvase. Ich habe hier Blumenzwiebeln besorgt. Die pflanze ich hier jetzt mit rein. Kriegt man ja jetzt überall, jeden Discounter, man braucht auch nicht unbedingt zum Gärtner. Und das hat auch eine schöne Größe. Man kann das gießen, ohne dass da was passiert, weil die Milch, der Milchbehälter dicht ist. So schaut es dann aus. Wenn ihr das besser seht. So schaut das Arrangement dann aus. Und jetzt können wir mir das Ganze noch weiter ausschmücken, ausdekorieren, wenn wir möchten. Da gebe ich jetzt dann noch Wasser rein in die Blumenvase. Stell die da dazwischen. Und dann kann ich entweder Zweige, wie hier die Weigelie blüht schon recht schön im Garten. Da habe ich jetzt ein paar Zweige abgeschnitten. Dann habe ich hier von der Magnolie Zweige abgeschnitten, die auch schon schön blühen. Hier eine Tulpe.
Und dann habe ich hier auch noch so selber gebastelte Häschen. Die ich dann da an den Zweig einfach mit hinhänge. Zum Beispiel, wenn die Osterzeit kommt. Das müsst ihr ja nicht jetzt machen. Ich gebe jetzt bloß ein paar Tipps. Da setzen wir das Hühnchen rein. Da haben wir noch ein Häschen. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn es dekoriert ist. Ich stelle das jetzt noch an einen schönen Platz, damit ihr seht, wie das dann wirklich richtig ausschaut. Wie gesagt, ihr braucht da nicht viel Zutaten dazu. Es ist alles im Haushalt schon vorhanden gewesen, bis auf die Blumen. Und den Rest findet man draußen in der Natur, wie hier diese Baumrinde. Zweige habe ich im Garten. Ja, vielleicht noch eine Lichterkette mit reinbauen. Das war's dann schon. Jetzt habe ich hier noch eine Lichterkette. Licht macht sich immer gut. Egal zu jeder Jahreszeit, finde ich. Das kann man schön dahinter verstecken. Und dann fange ich einfach an, das rumzuschlingen. Das ist so ein Draht mit Dioden. Den kriegt man eigentlich fast, ja, ich sag mal, bei Bastelbedarf. Ich gehe ja immer in die Action. Und da kriege ich diese Lichterketten. Gebe ich jetzt außen nochmal rum. Dann gehe ich jetzt innen rein. An den Blüten vorbei. Und das kann ich dann wunderbar hier verzwirbeln, dass das dann auch schön hält. Das Ganze schaut jetzt so aus. Ein kleiner Anreiz wieder für euch fürs Frühjahr und für Ostern. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Tschüss, eure Mimi.